ein Skelett, ein Creeper und ein Zombie? Was zur Hölle? Genau, was zur Hölle, du sagst es. Irgendwas stimmt nicht, das ist bestimmt ein Werk des Enderman. Ja doch, ganz jetzt wo du sagst. Bestimmt die Illuminaten oder beziehungsweise die Endermänner hier was mit zu tun, ganz bestimmt. Hallo, Mr. Anderson. Das ist dann der Chef der Endermans, oder wie? Mr. Anderson. Genau. Irgendwie fuckt mich das so ein bisschen ab, dass das hier alles so voll chaotisch ist. Ja. Na gut, das ist im Endeffekt einfach nur ein Minengebäude, sage ich mal. Wo wir einfach irgendwo runterbuddeln werden und Zeug holen. Oh, noch ein Creeper. Ja, aber ich bin einfach mal dafür, dass wir jetzt gleich für unser ganzes Lager einpacken. Und uns dann mal draußen ein Haus bauen, sobald es wieder Tag ist. Ich weiß zwei nicht, Creeper! Ich weiß nicht, wann das wieder der Fall ist. Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, dann komme ich. Ich töte ihn, ich töte ihn, ich töte ihn, ich töte ihn. Erst explodiert der Hurensohn. Sag mir, wenn du Hilfe brauchst, dann komme ich. Ja, nö, ich brauchte ja keine Hilfe, ich lebe ja noch, aber er ist explodiert. Ich meinte, dann komme ich. Ich wollte dir wehtun, ich wollte es so sehr. Komm. Geht's. Ah, Zombie. Ich bin in sein Gesicht gekommen, deswegen ist er tot. Ist dann so, das war dann so das 12 Bar Abspritzen. Ja. Ja, Hochdruck eben. Aber dann heulst du bei meinen Sprüchen. Ich heule nicht, ich habe mich nur beschwert, dass mein Gehirn mittlerweile zerberstet ist. Immer wieder gern. Und ich sollte vielleicht noch was essen. Im Übrigen habe ich braune Wolle und weiße Wolle gefunden. Können wir uns jetzt ein braunes oder ein weißes Bett bauen? Nein, wir können uns nur ein rotes bzw. bei mir blaues Bett bauen. Aha. Das ist dann einfach irgendeine Farbe. Beispiel eine von der Textur festgelegte Farbe. Ich frage mich, ob man... Da kann man doch bestimmt mit der Custom Color Mod irgendwas machen. Dass die Betten auch verschiedene Farben haben. Mein Freund, ist hier irgendwie noch ein Creeper explodiert hier oben. Hä? Nö. Sieht aber irgendwie so aus. Das war einfach so. Oder vielleicht war das auch der gleiche Creeper, aber ich glaub's eigentlich nicht. Noch ein Zombie, den ich jetzt schmetzen werde. Ich bin übrigens schon Level 4. Ich bin erst Level 2, aber Wayne. So. Da unten im Fluss schwimmt noch eine Kuh. So, haben wir denn schon wieder Tag oder wie lang ist keine hier Ahnung. Eigentlich Nacht? 12 Minuten, um genau zu sein. Ah, ich sehe schon nach draußen und ich sehe, es ist wieder Tag. Boah, dieses Höhlensystem verwirrt mich. Ja, und deswegen gehe ich jetzt einfach mal nach draußen, genieße die frische Schade, Luft. Dann jetzt bemerkst du gar nicht mein Werk, was ich hinter dir geschaffen habe, ganz heimlich. Weil ich stand nämlich gerade eben, wie du da Erde abgebaut hast, einfach mal über dir. Ah, welcher... Boah, diese Skelette, ne? Weißt du, was das wunderschön ist? Oh Scheiße, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wir haben jetzt neben unserer Pole. Ah, ich werde so sterben. Neben unserer Pole of Cackass haben wir so eine schöne kleine plane Ebene, auf der ich jetzt eine kleine. Dieses Kackskelett! Eine dieses kleine winzige Hütte bauen werde. Kackskelett, das ist mir gefolgt, dieses Arschvieh. Komm. Boah. Alter. Wenn ich Sachen auf Schnee baue, dann sollte das nicht weiter stören, oder? Nö. Der Schnee geht einfach weg. So, dann werde ich jetzt erstmal eine architektonische Planung angehen. Fuck. Zwei scheiß Herzen noch. Du hattest Glück, mein Freund. Dieses behinderte Kackskelett. So. Alter, hat mich das jetzt verjagt. Nun habe ich. Jetzt muss ich das mir ein bisschen aufräumen, eigentlich ja gar nicht. Wir sollten übrigens bei Zeiten vielleicht mal Bäume nachpflanzen. Diese Bäume nachpflanzen? Ja, damit. Hier stehen doch noch genug gefunden. Ja. 30 Kohle. Heißt. Da habe ich noch 9 Eisen. Deine 7 Steaks sind übrigens fertig. Boah, wo? Magst du mir sie bringen? Ich fände das total super. Ich bin hier direkt links, also vom Ausgang gehst du links und dann den Berg hoch. Oh, Moment, ich muss hier erstmal kurz ein bisschen abladen. Jetzt habe ich eigentlich noch die scheiß Holzaxt. Ich weiß es nicht. Das behalte ich mal, das behalte ich mal. Da habe ich dann Steaks, da habe ich das. Ich habe nur 7 Fackeln.
ich mir die Hälfte der Truhe mit. Und ich werde jetzt erstmal einen Grundriss aus Dirt vorbauen. Tu das. Und dann mache ich uns dann ein schniekes kleines Holzhaus, wo einfach nur Betten reinkommen fürs Erste. Ja. Boah, du siehst voll scheiße aus, deine Klamotten sind voll von Aldi und Rosi, ich mal. Ho! Dreh dich mal kurz um. Ich muss dich jetzt ankotzen. Ja, bitte, bitte, bitte tu es. Ja, ich stehe da drauf. Danke sehr. So, wir sehen uns dann zum Abendessen wieder, schätze ich mal, oder? Ja, so ungefähr. Übrigens, das ist voll die Todesfalle hier. Wieso ist das voll die Todesfalle? Deswegen. Oh ja, ich sehe es. Du musst wieder anfangen zu stöhnen im Übrigen, du hast es versprochen. Hä? Du musst wieder anfangen zu stöhnen im Übrigen, du hast es versprochen für jedes Herz, das du verlierst. Ah! Es sind zwei. Ah! So. Und ich glaube, das wird alle Leute, die deine Let's Plays gucken, übelst abfacken. Ist mir sowas von scheißegal. Ich mach das erstmal folgendermaßen. Aber scheiße. Nette Double Base. Ich habe eine geile Idee. Ich habe eine sehr geile Idee. Welche da wäre? Das hier wird einfach mal. Ich verbinde das, die Kackstiftbude, die du da oben gerade baust, wird einfach mal hiermit verbunden, indem wir einfach im Keller also, und in den Berg reinbuddeln. Mhm. Ich baue dann jetzt mal hier da eine Treppe hoch. Habe ich an und für sich nichts dagegen. Sollen wir mal gucken. Ich guck mal, wo ich hier rauskomme. Notfalls erweitern wir das da einfach ein bisschen. Ach so, du hast noch Stahlwerkzeuge in der Kiste drin, ne? Magst du mir gleich mal die Stahlschaufel bringen? Weil meine Schaufel tut's nicht mehr lang. Die hatte ich dir eigentlich so gegeben. Die solltest du benutzen. Nein, du hattest mir eine Steinschaufel gegeben. Ich hatte dir eine... Ah, doch, ich hab doch noch eine. Okay. Wollte gerade sagen, willst mich jetzt verarscht. Ich gebe schon Ruhe. Das wollte ich erstmal hier alles ein bisschen einebnen. Ich mach das erstmal grundsätzlich nur, um genug Dreck zu haben, um das Gebiet einzugrenzen. Mhm. So. Kannst du direkt einen Cobblestone-Boden reinziehen, da haben wir ja genug von. Ich kümmere mich so lange mal hier um schon mal einen Teil um den Abgang. Um den Abgang. So wie. Okay, ich höre schon auf zu sehen. Ist ja schon gut, liebe Hater. Liebe Hater? Ja. An alle Hater, die mich lieben. Naja, ich bin der Beste und ihr könnt mich alle mal. Du, das so. Hast du voll von Julians Block geklaut. Halt die Schnauze. Der gute alte Julians Block. Ich glaube zwar nie, dass er das hier gucken wird, aber wenn, würde ich mich teilweise sogar geehrt fühlen. Wahrscheinlich würde er sagen, dass ich der jämmerlichste Lappen bin, der ihm je über den Weg gelaufen ist. Aber selbst das wird dich ehren. Ja, mein Gott. Ich meine, immerhin, er hat die Zeit dann aufgebracht, mich zu erwähnen. So, nun, du musst mir gleich noch beibringen, wie man Türen baut, weil ich möchte diese Türen selber bauen. Du brauchst einfach 6 Blöcke Eisen, Bullshit, Holz übereinander. Okay, wunderbar. So machst du so einen 6er-Block, sag ich mal, übereinander. So ein Sixpack im Endeffekt. So, weil ich baue jetzt mir erstmal meinen eigenen Crafting-Table. Mach ich das so. Sodass du den unten gar nicht mitnehmen musst. Ja, das ist gut. Ich mache derzeit. Weil dann haben wir einfach 2 verschiedene Stationen. Ich mache das in der Zeit hier einfach mal ein bisschen schöner. Ja, genau. Nehme ich diesen ganzen Erdrotz mal raus, reiße hier. Das geht ja gar nicht. Ich finde, dass das gerade die ganze Zeit Slipknot läuft. Hm? Ich habe doch random eingestellt oder habe ich nicht random eingestellt? Ich glaube nicht, dass du random eingestellt hast. Doch, ich habe random eingestellt. Stimmt, sind gerade Metallica. Das war nicht schlecht, aber. Alter, dieser Player hat eine sehr interessante Random-Funktion. Ich suche jetzt gerade. Etwa eine, die gar nicht funktioniert? Ja, so ungefähr. So, hier hinten in die Ecke kommt unser Crafting-Table. Das ist geil, weil das finde ich schön. Och, leck mich doch am Arsch. So. Okay, das finde ich jetzt gerade scheiße. Ich müsste die SLA Dying und Caliban wieder alle wieder reinziehen. Weil ich ja das Verzeichnis geändert habe, das aber nicht in der Let's Play in der Playlist übernommen habe. Scheiße. Sehr interessanter Text übrigens. I got something to say, I kill your baby today, I got something to say, I break your mother today. Wunderschön. So, dann haben wir jetzt schon mal 2 Holztüren, weil wir machen das mit 2 Türen, wir sind schließlich cool. Ja, Doppeltüren, wir haben es ja. Ansonsten. Warum baust du das eigentlich da? Wenn ich mal so fragen darf. Wieso sollte ich es nicht da bauen? Weil hier? Was hast du vor?
Ach, du wolltest das so machen. Ja, mein Gott, wenn schon Bonze, dann richtig Bonze, also bitte. Dann machen wir das doch einfach, dass hier eine Treppe hineinkommt in den Bier. Ah, stimmt, so ein bisschen so doppelt gemoppelt. Genau. Warum baust du eigentlich Dreck und holst dir nicht Cobblestone aus der Kiste? Ja, weil ich bisher zu faul war. Ich hol mir jetzt Cobblestone. Ich wollte gerade sagen, macht sich die Arbeit, haut da den ganzen Rotz mit Dreck zu. Und da werden wir Tonnen an Cobblestone unten. So. Deswegen werde ich mich jetzt mal diesen ganzen Tonnen an Cobblestone bedienen, indem ich einfach mal... Tu das! Shift klicken und einfach die Dinger mit links an, mit rechts anklicken. Ne, mit links anklicken. Es klappt auch einfach so, indem ich sie mit links anklicke. Oder? Echt? Ja. So, dann kann man damit einfach normal klick links das Zeug alles in die Tasche packen. Ach so, es ging nicht direkt in die Tasche, aber... Ja, so kannst du das. Mit links kannst du es direkt in die Tasche packen. Wieso hast du hier keine Treppe mehr? Da hast du deine Treppe. Danke. Pussy. Was hast du gesagt, du kleiner? Ich hab Eisenschwert, eure Schnauze! Das war sogar ein Crit. Du kleine Huch. Ey, benimm dich. Das ist ein niveauvolles Let's Play. Du Arsch! Doch, jetzt bin ich überzeugt. Ja, natürlich, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. So, und jetzt habe ich schönes Cobblestone. Ich muss unbedingt wieder in die Höhle und Eisen haben. Ich brauche mehr Eisen. Definitiv. Ach, ich habe da noch Eisen. So. Und dadurch können wir das jetzt alles. Boah, da ist schon wieder ein Skelett, ne? Ich werde dich töten, du gottverdammtes Kackvieh, du dämliches Kackskelett hier! Wo kommen die Kackviecher her? Ist es hier zu dunkel oder was? Oh, ich weiß, wo es herkommt. Du hast natürlich vergessen, hier oben Fackeln hinzusetzen, nachdem du das zugeblödet hast. Du gibst jetzt mir also die Schuld? Ja, ohne Scheiß, du hast jetzt zugemacht, ne? Und von hier oben, weil es da dunkel ist, sind die Viecher gespawnt. Oder die sind hier noch irgendwo. Ja. Ganz ehrlich, fuck mich nicht. Nee, du weißt doch, was meine Hauptbeschäftigung hier ist. Jetzt machen wir das mal so. Sorgen wir mal dafür, dass das nicht mehr interessiert. So, scheiße, ich habe kein Cobblestone mehr. Hast du dir wirklich alles an Cobblestone? Nein, ich habe mir nicht alles an Cobblestone. Ich habe dir natürlich noch einen korrekten Rest gelassen. Gut, 2x64, das reicht. Sag ich doch. Dann mache ich nämlich hier jetzt mal so einen Eingang in die Mine rein. Dann versperre aber alle anderen Punkte am besten direkt. Ja, ne, ich mache hier einen Haupteingang. Wir haben hier dann unseren Keller, sage ich mal, genau, wo die eine Dingens ist. Und dann haben wir da den Rest. So, jetzt mich hier, das kann wir haben dann einen Keller und ein Haus. Der Keller gehört zum Haus. Du machst einen Keller und eine Mine. Ja, das ist ja, was ich mit dem Keller eigentlich ausdrücken wollte, aber... Ich meine, hier geht's dann einfach in die Mine rein und hier ist Keller halt. Normal. Genau. So Kellergebäude, Dingens und so. Nur, so. Wenn wir irgendwann mal die Materialien dazu haben, würde ich den Pol ein bisschen schöner gestalten wollen. Wenn dir das nichts ausmacht, natürlich nur. Was willst du mit Pol machen? Willst du dir Goldblöcke machen oder was? Ja, nee, das wäre ja Verschwendung, aber ich wollte ihn einfach... Wieso? Gold hat doch keinen anderen Sinn. Von daher... So ein Gold, so ein riesen Goldpenis wäre doch mal nice. Doch, jetzt wo du es sagst. Ne? Ich weiß doch, was gut ist. Das klingt so, als wäre es ein Sexpraktiker. Nein. So, jetzt bauen wir erstmal noch eine schöne Steintreppe. Upsa. So, jetzt muss ich. Natürlich am besten nicht so, dass ich mir direkt Stein vor die Fresse haue. Doch, doch, ist doch bestimmt geil. Ist bestimmt gut. Ist bestimmt die neue Heilmethode von Ratiofarm. Hol dir Stein vor die Fresse, Ratiofarm. Oh, ich habe hier Kohle unter unserer hypothetischen Treppenstufe gefunden. Bam. Ratiofarm, gute Verarsche, gute Besserung. Ich finde es gerade sehr ironisch, dass genau unter unserer Treppenstufe Kohle vorhanden ist. Wundert mich nicht. Vielleicht sollte ich während der Nacht nicht unbedingt den Eingang hier ausreißen. Ja, das ist nicht ganz so intelligent, gebe ich dir recht. So, aber da ich ja hier einigermaßen fuck, schnell bin. Du und schnell? Ganz ehrlich, du und schnell.
Schnell am Rad andrehen, ja. Oh, das ist sick. Nein, Bullshit, das ist... Doch, das ist sick. Das ist sick. Eine alte Version. Oder eine Version, die ich selten höre. Nun habe ich wieder Kohle. So, jetzt sieht's doch endlich mal gut aus. Wow, wow, wow. So. Wer oder was hat mich da angegriffen? Wahrscheinlich ein Creeper oder ein Skelett. Es war ein Skelett. So. Der Wichser. So. Jetzt ist der auch weg. Sieht unser Eingang hier wenigstens mal angenehmer aus. Ich habe übrigens vergessen, die Cobblestones weiter hinzupflanzen. Würde ich vielleicht noch machen. So. Sö in Sö, während gepflegt hier weiter Slipknot zudröhnt. Ich sollte das vielleicht nicht so klein machen, den Eingang. Machen wir den mal wieder etwas größer und so. Verdammt, ich muss gleich was essen. Wie geil, mit Metallica zusammen. Das ist doch mal geil. So, Slipknot und Metallica, das ist nice. Ich mal hier ein bisschen... wandmäßig hier. Vergessen. So, und so. Den Boden hier muss ich auch komplett raushauen, weil das soll ja dann alles auch Cobblestone werden, nehme ich an. Ja, würde ich mal sagen. Upsa. Ich habe schon mal die Wand ein bisschen weiter gemacht. Werde ich nochmal so ein paar Fackeln hier anbringen. Das heißt, hier brauchen wir auch und da. So. Dann geht es hier nämlich runter in den Keller. Hier haben wir dann den Ausgang, wo ich noch eine zweite Tür reinhämmern muss. Läuft hier wieder ein Skelett rum? Nein, gut. Dann kommt da auf jeden Fall mal mit Fackel hin. Das hier oben wird mal dicht gemacht. Wow, fuck! Fuck. Scheiß Zombie. Fackel! I'll fuck him in the ass! I'm gonna rape that bitch. Ich wollte. Irgendwie geben einem Zombies kaum Erfahrung, kann das sein? Es geht. Zwei, ich brauche noch drei. Wait. Ja, gut. Warte. Ach, nix von wichtigem Belangen. Hm? Fuck. Okay, das heißt... Okay, so. Jetzt. Ich musste nur gerade erstmal die Orientierung wieder finden, aha. Nachdem ich... Nicht vorhin Orientierungssinn. Nachdem ich einen scheiß Zombie anfällt und ich in irgendeine bodenlose Spalte falle, ja, danach habe ich keine Orientierung mehr. Du meinst einen Abgrund? Nein, ich meine einen Abgrund. Okay, wollte ich gerade sagen. Das hättest du eigentlich wissen müssen. Ich muss ja noch was machen. Friss das! Friss das! Was soll ich denn fressen? Was hast du mir gegeben? Ich hab nichts gegeben. Ich geb dir gleich. Au! In Deckung! I can't avoid it. I just can't avoid it. No. Getroffen. Revenge. Oh shit. Übrigens, die wirfst du nicht mit Kusa mit der rechten Maustaste. Revenge. In your face. Nom 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 nom. So, ich schmeiß mir hier mal ein Eisen rein. Ich hab noch Knochen, dann fresse ich mal ein Steak. BCP2, weil ich so gierig bin. So, ich habe hier übrigens jetzt zwei Türen reingemacht. Sehr schön. So, dann gehe ich mal hier runter und beginne mal mit dem Ausbau einer Mine in Richtung Lava. Das heißt einfach, dass du dich ganz nach unten reingräbst? Genau, ich werde eine ewig lange Treppe bauen. Beziehungsweise ich werde das Prinzip an... Ich werde dir jetzt mein ultimatives Prinzip nochmal demonstrieren.
Leute, wundert euch nicht, das dürfte für euch jetzt ziemlich langweilig werden. Was ist hier eigentlich lang? Nur hier mache ich zu. Wenn du vor mir stehst. Zack, zack, zack. Das ist im Übrigen Megaherz, eine der. Eine ziemlich geile Band, wie ich anzumerken vermag. Ein Herz aus Stein. Ein Megaherz aus Stein. So. Nein. So, das wird jetzt wirklich lange dauern, das weiß ich jetzt schon. Machen wir das hier schön groß. So. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kann zählen. Tja, und ich habe jetzt auch schon mal die Doppeltür eingebaut, obwohl unsere Wände noch gar nicht komplett sind. Das ist natürlich durchaus effektiv. Das ist intelligent. So, und ich mache jetzt einfach mal eine...